Jo moin, in diesem Video gibt es die erste Folge vom neuen Projekt. In diesem Projekt wollen wir einen ganz normalen bzw. neuen Account starten und nur mit dem Battle Pass plus jeden Arena-Angebot plus dann, wenn wir Level 18 sind, dürfen wir uns 14.000 Juwelen kaufen. Damit wollen wir versuchen, schnellstmöglich auf die 7.000 Pokale zu kommen. Das ist mein Ziel. Bald ist mein Ziel, irgendwann vielleicht mal in der Zukunft, dann wirklich zu schaffen, mit diesem Account in den Top 200 der Welt mitzuspielen. Das ist das Ziel. Heute gibt es die erste Folge vom Projekt. Wir sind innerhalb von 3 Stunden, haben wir 2000 Pokale gepusht. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Wir haben fast jedes Game gefreecon. Es war ein unfassbarer Push. Wir hatten unfassbares Kistenglück. Wenn ihr keine weiteren Folgen des Projektes verpassen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne Daumen nach oben da lassen. Wir würden extrem freuen, auch sehr gerne kostenlos abonnieren. Es wird extrem geil und episch in den nächsten Episoden. Ich saß 2 Stunden an diesem Video, also das zu cutten, zu schneiden, zurecht zu formulieren, dass es interessant für euch ist. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, feiert diesen Cut-Stil, bisschen Feedback geben, wirklich extrem freuen. Ich saß extrem lang dran, habe mir extrem viel Mühe gegeben. Ich hoffe, euch gefällt es euch und ich wünsche jetzt wirklich viel Spaß mit dem Video. Wir öffnen die erste Kiste, Jungs. Wir öffnen die erste Kiste und natürlich am Anfang sehr, sehr wichtig, was für Kisten ziehen wir, Jungs. Wir kriegen Gold, Ritter, Arrows. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, welche Truhe die war mit der epischen Karte. Ich würde sagen, am Anfang immer alles upgraden direkt. Dann öffnen wir jetzt diese Kiste. War es hier schon die epische? Ne, Musketier auf jeden Fall. Ich glaube, das war die epische Truhe. Ja, hier kriegen wir eine epische raus. Baby Dragon. Ich weiß nicht, wie geil Baby Dragon ist, aber ich würde sagen, nehmen wir mit Baby Dragon auf jeden Fall. Und jetzt noch hier Gold, Ritter, Archers, Minions. Ich würde sagen, Leute, erstmal alle Karten upgraden. Baby Dragon schon mal als epische Karte nimmt man, glaube ich, gerne mit. Wir haben schon Offer drin. Und wir werden jetzt hier direkt den Pass Royal kaufen, Jungs. Direkt reingepayt. Den Pass Royal werden wir uns direkt gönnen. Wo ist denn der? Pass Royal wird gegönnt. Da sehe ich mich. Da haben wir den guten alten Pass Royal. Geil. Geil. Nehmen auch direkt die 500 Gold mit. Perfekt. Jetzt können wir richtig fett reingraden. Wir nehmen die Kisten hier mit. Sehr geil. Haben auch direkt den Schweinreiter freigeschaltet. Und ich würde sagen, wir kaufen uns auch direkt ein Musketier hier und kaufen uns auch direkt die Minions einmal, weil wir es einfach haben. Und upgraden direkt das Musketier auf Stufe 4. Sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, springen wir rein, Leder. Und wir wollen ganz, ganz schnell hochpushen, Jungs. Ganz, ganz schnell. Okay, Minions drauf. Seht eigentlich klar. Bitte mach kein Auge. Oh, Minipacker ist so broken. Selbst so weit unten ist der Minipacker broken. Frech. Ja, wir nehmen auf jeden Fall Hunter gleich rein. Wie gesagt, alle epischen Karten müssen wir eigentlich in unser Deck tun. Ich glaube, es könnte der erste Gegner sein, der jetzt nicht so Bock hat, gefreecoin zu werden. Bin mal gespannt, was er jetzt macht. Oder hat er gerade aufgegeben? Ja, ich glaube, er hat aufgegeben. Let's go. Nächstes Game. Nächster Freecoin. Da sehe ich mich. Gleich 300 Trophäen. Sehr, sehr geil. Auch so gut, nein, wirklich nur Arena-Angebote, Jungs, nur Arena-Angebote. Arena-Angebote, das heißt, wie viele Arenen gibt es? 12 oder so? Was ist mit dem Kommen dafür? Ja, kann der Mod gerne machen, wäre nice. Wie viel Geld im Account steckt, bisher 5 Euro für den einen Battle Pass. Okay, Leute, wir nehmen Hunter auf jeden Fall rein. Für Bogenschützen oder Musketieren? Ich glaube für Bogenschützen, oder? Ich glaube für Bogenschützen, Jungs. Dann nehmen wir jetzt mal kurz das nächste Angebot öffnen. Okay, wir haben jetzt die erste Truhe hier. Musketieren, Mini-Packer, Spear-Gobs. Das ist so OP, ne? Wir blitzen sie. 75 Minions. Ihr müsst euch mal überlegen, wie krank das ist. Wie krass dieser Battle Pass in Clash Royale ist für unterlevelte Spieler. Wenn wir jetzt einfach Level 6 Musketieren auf Stufe 5, das ist geil. Das ist doch einfach geil. Level 3 jetzt auch. Jetzt hier kurz claimen wir das hier nochmal kurz. Gems. Goblins, Goblin-Hütte brauche ich jetzt nicht so Giant. Ja, okay, das nehmen wir mit. Und hier noch irgendwas Vernünftiges. Ja, sehr gut, Jungs. Können jetzt auch direkt die Pfeile upgraden. Damit haben wir schon ein sehr, sehr gutes Level. Und wir brauchen noch ein Game für die 3 Trophäen. Weiter geht's. OP-Level. Das ist insane. Hat das dran. Musketieren ist dran. Am falschen Turm, aber egal. Pfeile drauf. Nächstes Game gewonnen. 3 Trophäen, Leute. Arena 2. Let's go. Ging schnell. Da sehe ich mich aber drin. Da sehe ich mich aber sofort drin. Plus 29 Trophäen. Nächste Arena, Jungs. Geil. Und jetzt haben wir hier das erste Angebot. Ne, warte, ist es das erste Angebot? Warum haben wir kein Arena 2 Angebot? Doch, das ist Arena 2 Angebot. Das ist Arena 2 Angebot. Das werden wir uns direkt gönnen. Alter, geil. Geil. Arena 2 hier schon erreicht. Und jetzt gönnen wir uns die Angebote, Jungs. Natürlich, bei den Angeboten, da gibt es auch wirklich nur eine Option. Da gibt es nur diesen Code Morten, den ihr eintragen könnt. Wenn ihr einen anderen Code eintragt, dann habt ihr Probleme, diese Angebote zu kaufen. Erstmal, jetzt hier kurz gönnen wir uns mal hier die Free Silver Chest.
Eros Fireball kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. 1000 Gold, jetzt noch eine Gold Chest. So, Speargobs, Giant, Skeleton Army. Natürlich eine epische Karte. Ich bin der luckyste Lucker ever. Und jetzt öffnen wir Kümmer's kurz das Angebot. Startbug, auf folgbar Startklang. Jetzt sind wir hier in der ersten Truhe, Jungs. Erstmal eine Blitztour. Eine Blitztour kann wirklich extrem krass werden. Wir kriegen Gold. Wir kriegen 70 Minions. Musketieren 14 Mal und eine Hexe. Leute, was macht jetzt Sinn, wegzublitzen? Macht es Sinn, die Hexe oder die Minions? Ich würde sagen, die Minions. Macht es Sinn, dass wir die Minions so hoch bekommen? Macht es Sinn, dass wir die Minions so hoch nehmen? Ich glaube, Hexe weg, ne? Hexe weg, okay, alle Hexe weg. Prinz, lassen wir drin. Sollen wir jetzt ist, wollen wir die Minions lassen oder wollen wir die Minions jetzt nochmal wegblitzen? Weil Prinz bin ich eigentlich zufrieden mit, bin ich ehrlich. Ich bin mit Prinz relativ zufrieden. Lassen, okay, wir lassen es so. Lass, Hexe weg. Ja, es ist schwierig. Ich würde sagen, wir lassen es, Junge. Ich würde sagen, wir lassen es. Wir lassen die Minions so. Das ist echt OP, ne? Jetzt kriegen wir die nächste Blitztruhe, Jungs. Das ist doch so OP. Gold, Skeletons, Feuerball, Baby Dragon. Wir blitzen die Skellies. Wir kriegen Pfeile. Ja, ich würde sagen, die Pfeile nehmen wir mit, Jungs. Alter Schwede, ist das OP. Arrows, Bomber, Minions. Wieder 7 Stück Minions bei Level 7. Kobolde haben wir jetzt auch freigeschaltet. Ist, weil keine Karte jemand spielt. Aber trotzdem, jetzt geben wir hier Gold. Speargobs Bomber nehmen wir mit. Gold, wieder Pfeile, wieder den Ritter. Valkyrie freigeschaltet und die nächste Goblet. Und jetzt seht ihr mal, auf welchem krassen Niveau schon unsere Spells sind. Feuerball schon Stufe 6, natürlich. Musketieren Stufe 6. Baby Dragon Level 7. Pfeile Level 5. Das ist unser Deck. Pfeile Level 6, tut mir leid. Da steht auch Arena 3. Wo denn? Oh, okay, da ist Arena 3. Okay, Lost. Lost. Okay, wir werden das Angebot holen. Arena 3 Angebot. Perfekt, Arena 3 Angebot kommt. Jetzt werden wir uns gönnen. Wir machen kurz das aus. Wäre nice, wenn der Countdown bei den Comment hinzugefügt werden kann. Danke mal, Jonas, für den Host. Sehr, sehr geil. Okay, perfekt. Nächste Truhe. Und jetzt ist das eine richtig fette Truhe, Jungs. Gold. Jetzt wird es wichtig, Jungs. Barbarenhütte, nein. Warbecker, okay. Musketieren. 20 Stück, Jungs. Geil. Musketieren 20 Stück, das schmeckt. Golem! Zweimal, let's go. Goblin Stone 91 Mal. Giant 29 Mal. Plus Goblin Barrel 14 Mal. Oh mein Gott, stellt euch vor. Stellt euch vor. Das wären anstatt 14 Goblin Barrels. Einfach 14 Mal. Sowas wie zum Beispiel ein Hunter. Das war echt ein bisschen unlucky, Jungs. Schade. Sehr, sehr gut. Ist gegangen geworden. Alter, bisher nur Freestar. Schaffen wir bis 1000 Pokale Freestar, wie washed die alle sind. Ah, ich weiß nicht, ob die washed sind. Ich glaube, die sind einfach nur extrem. Ich glaube, die waren nie gut. Und damit haben wir das nächste Offer. Wir sind Level 9 jetzt beim Battle Pass. Geil. Wir haben auch gleich den geilen Tower Skin für den Flex. Und jetzt kriegen wir hier wirklich eine sehr, sehr wichtige epische Tour. Bubble, Hunter, Prinz, okay. Bubble brauchen wir nicht. Hexe auch nicht. Skeleton Army, Golem, okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Eigentlich müssen wir den Prinz noch reinklatschen in die Ölsch. Digga, Level 8 Prinz ist halt schon fies, ne? Level 8, Prinz, guckt euch unser Deck an, Mann. Das ist doch insane. Mit diesem Deck sind wir auf 7 Trophäen, da kommen wir doch viel, viel höher. Gold, Gems, Bomber, Archers, Valkyrie. Ha, wieder ein Hunter, natürlich. Hunter auch bei Level 8, natürlich. Barbarians, nee, fühle ich nicht. Minions, auch Richtung Level 8, natürlich, warum auch nicht. Und jetzt auch noch eine Goblin hat, die nicht so nice, aber trotzdem, dieses Deck läuft. Geil. Und das sollte jetzt eigentlich, wenn wir nicht Pech sein Großenkel haben, die 1000 Pokale sein, Jungs. 1000 Pokale. Nach nicht mal. 1000 Pokale nach knapp einer Stunde Stream. Geil. Was passiert denn hier, Junge? Geil. 1000 Trophäen erreicht. Let's go. Geil. Da sehe ich mich, Jungs. 1000 Pokale erreicht. Da sehe ich mich, Jungs. Claim kurz das Reward. Sehr, sehr gut, Jungs. Turmski natürlich für den Flex, man kennt es, hier direkt auswählen, wir sind Flexer, Jungs. Dazu noch die Claim wir jetzt hier.
Gold, Gems, Minion Horde, Knight, Speargobs. Nehmen wir hier mal kurz was weg. Skelly sind nicht so geil. Kanone, was kriegen wir noch? Okay, Archer sind ganz okay. Was können wir jetzt eigentlich freischalten? Wir können jetzt freischalten. Wir können schon unsere erste Legendary freischalten. Wenn wir Glück haben, ziehen wir die einfach gleich aus einer epischen, auf irgendeiner Truhe. Okay, Mega Mini wäre ganz nice, aber auch nicht so geil. Wir brauchen jetzt 1300 für die nächste Arena. Okay, weiter geht's. Nächster Freakout. Und damit haben wir die 1300 Trophäen geschafft. Nach 1,5 Stunden circa. Let's go, Mann. Let's go. Plus 29. 1300 Trophäen echt geknackt. Alter, holy moly pepperoni. 1300 Trophäen geknackt. Let's go. Nächste Special Offer. Jetzt können wir uns erstmal deciden. Wir nehmen auf jeden Fall den Blitz. Ich finde den Pack gar nicht so nice. Und jetzt können wir schon richtig gute Legis ziehen. Wizard Musketeer. Und wir haben jetzt hier sozusagen eine seltene Truhe. Magier will ich nicht, auch nicht, Kobold auch nicht. Oh, schwierig. Nehmen wir mit Minipack oder jetzt irgendwas Vernünftiges. Gönnen, ja, Schweinreiter, sehr gut. Okay, nehmen wir mit. Gems, Bats, Pfeile, Skellies, Giant, okay. Pfeile lieber irgendwie Zap oder so, okay, never mind. Okay, weiß nicht, die beste Treue, wir kriegen immerhin 7 Kollegen davon. Es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. 1400 Pokale, wir brauchen 1600 für die nächste Arena. Wir kriegen die erste Magical Chest, Jungs. Die erste Magical Chest. Gold. Bomber. Archers. Hawk Rider. Minion Horde. Infernoturm. Packer und Lightning. Ist okay. Ja, ist eigentlich scheiße. Ah, stell dir vor, sowas hätte eine Leggy gegönnt. Das ist IMJP, Leute. Ja, wahrscheinlich ist es IMJP, Jungs. Da sehe ich mich. Oh, der Hunter! Er kann es gar nicht mehr. Prinz jetzt an die Brücke, haben wir gewonnen, oder? Oh, der Feuerball. Wie broke ist denn Feuerball? Mann! Was geht hier hin rein? Wie broke ist Prinz? Gewonnen? Nee, nicht gewonnen. Oh, dumm. Aber jetzt gewonnen. Feuerball reicht. Junge, wie broken ist der Prinz denn? Reicht nicht. Och, Junge, ich kotz gleich. Feuerball Sepp. 1600 Trophäen in genau 2 Stunden. Let's go. Geil. Plus 29 Trophäen. 1600. 27 Pokale nach 2 Stunden spielen. Jedes Game Freecon. 55 Wins, 55 Spiele, 55 Freecons. Das lässt sich sehen. Extrem. So Leute, jetzt geht's um die Wurst. Erstmal kriegen wir jetzt einen richtig epischen Royal Ghost. Gönnen wir uns. Den Emote. Geil. Plus eine Truhe. Gems, Mortar, Bomber, Minion Horde, Battle fühle ich gar nicht die Truhe. Ganz, ganz schlechte Truhe. Oh, Musketieren einmal noch. Oh, ja, was ist das für eine schlechte Truhe, meine ich? Die Truhe wird mega broken. Bats auch noch mit. Junge, die Truhe wurde aber wieder broken. Ein Musketier noch für Level 8. Sehr, sehr geil. Und jetzt die Legendary Chest, Leute. Jetzt wird's wichtig. Wir brauchen jetzt eine gute, legendäre Karte. Gönn mir Magic Archer, gönn mir Nightwitch, dann bin ich drin. Mega Knight wäre auch okay. Aber bitte kein Schmutz. Los geht's. Beten, Jungs. Beten. Ja! Ja! Let's go, Jungs! Da bin ich! Da sehe ich mich! Wie viel Luck haben wir auf diesem Drecks-Account? Wir haben so viel Glück! Das ist absolut insane! Das ist absolut insane, wie viel Glück wir auf diesem Account haben! Ein Game noch für die 2000 Pokale, let's go! Sehr, sehr geil! 2000 Pokale in nicht mal 3 Stunden, let's go! Let's go, 2000 Pokale, nicht mal 3 Stunden. Was eine geile erste Folge von diesem richtig, richtig geilen Projekt. Ich würde sagen, Jungs, wir gönnen uns das Angebot noch, oder? Das Angebot gönnen wir uns noch. Wir können jetzt mal die ganzen Sachen eröffnen. Junge, wie lucky kann man denn sein? Wie lucky kann man denn sein, Jungs? Musketieren Stufe 8. Das ist das Arena 7 Angebot. Arena 7 Angebot können wir uns gönnen.
Das können wir uns nicht gönnen. Wir haben gesagt, oh doch, das können wir uns, also das können wir uns nicht gönnen. Wir haben gesagt, wir gönnen uns die Angebote von den jeweiligen Arenen. Wir holen uns jetzt das Arena 7 Angebot, Leute. Los geht's, Jungs, los geht's, geil. Gold. Drei Musketiere nehmen wir, glaube ich, mal mit, lieber. Musketiere nochmal 15 Mal, langsam auf Turnierstandard. Am ersten Tag, nach nicht mal 3 Stunden. Wir nehmen den Mortar, das ist leider unlucky. Wir nehmen die Guards. Ah, die überzeugt mich gerade nicht. Was sollen wir nehmen, Jungs? Ich weiß nicht, was ist auf Dauer besser? Wir haben halt schon so viele Koboldfässer, ne? Aber ich weiß nicht, ich glaube, X-Bung ist Free-to-Play besser. Ich muss überlegen. Ich glaube, das Koboldfass macht keinen Sinn, weil für Koboldfass brauchen wir Princes und so. Wir nehmen X-Bung, Jungs. Wir nehmen X-Bung, glaube ich. Wir nehmen X-Bung. 17 X-Bung, damit können wir unter Level X-Bung spielen. Schwierig. Und jetzt noch eine vernünftige Legendary. Wir können sowas halt gönnen. Okay, Mega Knight. Wir nehmen Mega Knight noch. Geil. Mega ist auf jeden Fall okay. Sehr, sehr geile Kiste. Sehr, sehr geile erste Folge von diesem neuen Projekt. Richtig, richtig geil. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Das ist unser Kartenlevel. Wenn wir so hier so ein Mega Knight reinklatschen, das wäre unser Deck. So ein gutes Kalle. Mit diesem Kalle können wir easy auf die 4000 Trophäen pushen. Richtig geil. Let's go, Mann.